Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächstes spricht Frau Abgeordnete Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister Grüttner, Sie beginnen Ihre Rede damit, dass vor allem die Unternehmen dafür verantwortlich sind, genügend Fachkräfte zu finden. Damit haben Sie recht. Dann aber sagen Sie, die Hessische Landesregierung setze Rahmenbedingungen und gäbe Hilfestellung. Da genau widerspreche ich Ihnen in aller Deutlichkeit. Sie halten eine Rede, die nicht nötig wäre, über ein Problem, das es nicht gäbe, hätten nicht Sie und andere Regierungen vor Ihnen und in der gesamten Republik mit einer neoliberalen Politik ein Heer an prekär Beschäftigten geschaffen, Arbeitnehmerrechte geschliffen und eine Verunsicherung aller Beschäftigten verursacht, die genau die Situation hervorgebracht hat, die Sie jetzt mit viel Geheul beklagen und mit untauglichen Mitteln bekämpfen wollen. Ich will einmal zurück an die Anfänge dieser Politik, denn wir können hier pseudomäßig über ein Problem reden oder herausstellen, was tatsächlich gemacht werden müsste, um einen Arbeitsmarkt zu schaffen, der Menschen eine würdige Existenz unter Beachtung ihrer Gesundheit schafft. Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten neoliberalen Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Ich rate allen, die sich damit beschäftigen, sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen und nicht nur den Bericht über die Gegebenheiten. Deutschland neigt dazu, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, obwohl es das Falscheste ist, was man eigentlich tun kann. Wir haben einen funktionierenden Niedriglohnsektor aufgebaut, und wir haben bei der Unterstützung Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Es hat erhebliche Auseinandersetzungen mit starken Interessengruppen in unserer Gesellschaft gegeben, aber wir haben diese Auseinandersetzungen durchgestanden. Und wir sind sicher, dass das veränderte System am Arbeitsmarkt erfolgreich sein wird. Sie alle wissen, von wem diese Worte stammen. Und die Mehrheit hier im Raum wird behaupten, Schröder hätte recht mit der Agenda 2010, und was gemacht wurde, war richtig und notwendig. Sie erkennen Ursache und Wirkung nicht, nicht einmal die Zusammenhänge zwischen einer hohen Unzufriedenheit der meisten mit ihrer Arbeitssituation, mit Belastung und Druck, mit Resignation und Versagen, mit Krankheit und Sucht und den von Ihnen geschaffenen Rahmenbedingungen. Ja, Ihre Politik hat Wirkung, leider nur die falsche. Das ist kein Gejammer. Die Techniker Krankenkasse stellt fest, dass die krankheitsbedingten Fehltage weiter steigen. Allein von 2014 auf 2015 waren es 4,2 %, die sie angestiegen sind. Woher kommen denn solche Anstiege? Die kommen daher, dass die Menschen den Druck nicht mehr ertragen. Hessen liegt dabei mit 15,3 Fehltagen im Mittelfeld. Die AOK ermittelt, und die ist auch nicht des Sozialismus verdächtig, dass über 65 % der Betroffenen über schlechte Unternehmenskultur klagen. Was sie meinen, ist hoher Leistungsdruck, hohe Arbeitsverdichtung, geringe Anerkennung bis zur beliebigen Austauschbarkeit und schlechte Bezahlung. Auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums ist zu lesen, 9,5 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Etwa 1,8 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig. Zudem ist missbräuchlicher Alkohol einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen, z.B. Krebserkrankungen, Leber usw. und für Unfälle. Jedes Jahr sterben in Deutschland mindestens 74.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs. 15 bis 30 % aller Arbeitsunfälle ereignen sich unter Alkoholeinfluss. Glauben Sie eigentlich, all diese Menschen trinken zu viel, weil sie Eheprobleme haben oder suchtkrank auf die Welt gekommen sind? Nein, auch dafür ist der Druck mitverantwortlich, der in allen Lebensbereichen aufgebaut wird, und ein Gesellschaftsbild, bei dem du nur was bist, wenn du mithalten kannst, wenn du viel verdienst, wenn du ewig jung und dynamisch bist, gesund und erfolgreich. Und dafür hat neoliberale Politik in weiten Teilen die Weichen gestellt. Statt für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen, hat die Politik alles dafür getan, genau diesen Druck zu befördern. Und deshalb fallen immer mehr Menschen aus dem Arbeitsleben heraus, gehen immer mehr Menschen in Teilzeit beschäftigen oder werden krank. Wie nun geht aber diese Landesregierung mit ihren Eigenbeschäftigten um? Hessen-Forst zum Beispiel kämpft immer noch mit dem Stellenabbau, der vor über 10 Jahren mit der düsteren Zukunft begonnen wurde.
Hessische Beamtinnen und Beamten haben die längste Arbeitszeit, und die Besoldung wird nach Gutsherrenart beschlossen. Immer wieder können Stellen nicht besetzt werden, weil die Bezahlung zu schlecht ist. Und eben diese Landesregierung lobt sich hier dafür, was sie für den Arbeitsmarkt tut. Das ist doch an Zynismus kaum mehr zu übertreffen. Ich erwarte, dass ein Sozialminister vor allem etwas zu den Berufen im Sozial- und Gesundheitswesen sagt und nicht zu allem und jedem. Denn bei diesen Berufen geht es überhaupt nicht um die Sicherung eines Marktes, sondern es geht um die Sicherheit und das Überleben von Menschen, die auf diese Fachkräfte, deren Kompetenz und deren Vorhandensein angewiesen sind. Das sind die Kinder und Eltern, die verlässliches und kompetentes Erziehungspersonal benötigen. Das sind die kranken Menschen, die kein gehetztes, sondern mit genügend Zeit und Zuwendung ausgestattetes Pflegepersonal brauchen, um wieder gesund zu werden. Das sind die Menschen, die bei einer Langzeitpflege ganz besonders davon abhängig sind, dass sie wertschätzend und menschlich von Pflegekräften versorgt werden, die nicht selbst unter ihrer Arbeitsbelastung leiden. Wir wissen, dass in dieser Gesellschaft alles vermarktet wird, alle natürlichen Ressourcen bis zur Zuwendung und Liebe. Die Sorge für Menschen darf aber nicht der grausamen und blinden Profitlogik unterworfen werden. Und da es die meisten von Ihnen, wir wissen das ja, mit Marx und Luxemburg nicht so haben, möchte ich an der Stelle den Papst zitieren, der sagt, und schlimmer noch, der Mensch selbst wird sogar als Konsumgut angesehen, das man benutzt und dann wegwerfen kann. Es herrsche eine Ideologie der totalen Marktfreiheit und Finanzspekulation, die dem Staat das Recht auf Kontrolle entzieht. Und diesen Satz sollten Sie sich merken. Und der Papst an dieser Stelle, und da sollten Sie noch einmal zuhören, wünscht sich daher von der Politik einen mutigen Einstellungswechsel. Davon ist in diesem Hause nichts zu spüren. Damit würde ich mich dann gerne den einzelnen Fachgebieten der sozialen Arbeit zuwenden und feststellen, was für gute Arbeit in diesem gesellschaftlichen Segment an staatlicher Steuerung dringend erforderlich ist. Denn hier kann man Einfluss nehmen. Anfangen würde ich gern bei den Hebammen, da hier das Leben beginnt. Der Mangel ist hinlänglich bekannt, auch dass der Sozialminister dies dem freien Spiel der Märkte unterwirft. Dieses Spiel führt zu geringen Vergütungen, hohen Versicherungsprämien, immer mehr Hebammen, die ihren Beruf mangels Überlebenschancen aufgeben müssen, und immer mehr Geburtshilfeeinrichtungen, die wie aktuell im Vogelsbergkreis geschlossen werden. Und das, obwohl es jetzt wieder mehr Kinder gibt. Die Kliniken müssen sogar, und das ist ein Satz, den man sich auch merken sollte, mehr Leistungsdegressionsabschläge in Kauf nehmen, wenn sie mehr Kinder auf die Welt bringen als im vorhergehenden Jahr. Welche Perversität ist das denn? Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung mit Hebammen, deren Leistungen endlich besser honoriert werden muss, nicht nur für die unmittelbare Geburtshilfe, sondern auch für die Nachsorge und die frühen Hilfen, um Kindern einen guten Start ins Leben zu geben. Das ist dem Sozial- und Gesundheitsminister aber keine Silbe wert gewesen. Es geht weiter mit der Gewinnung und dem Verbleib von Fachkräften in Kindertagesstätten. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie eingesehen haben, dass alle Kinder das Zusammenleben mit anderen Kindern in vorschulischen Bildungseinrichtungen erleben sollten und brauchen. Es geht uns jetzt um die Eltern, ganz besonders diejenigen, die aus ökonomischen Gründen gezwungen sind, beide ganztags zu arbeiten und sicher sein wollen, dass ihr Kind gut untergebracht ist. Die Welt besteht nämlich nicht nur aus hochqualifizierten Müttern, die gerne Teilzeit arbeiten wollen und sich das auch leisten können und dann nach einer Leitungsfunktion streben. Das alles soll auch stattfinden können. Ja, aber wir müssen uns auch um die kümmern, wo beide arbeiten müssen, damit die Familie überhaupt über die Runden kommt. An der Stelle hätte man dann das Hessische Gleichberechtigungsgesetz mal entsprechend ausgestalten sollen. Aber das war Ihnen auch in der Rede nichts wert. Und gutes Personal, wie kriegen wir das? Nicht dadurch, dass Tarifverhandlungen wie letztes Jahr bei dem Aufwertungstarifvertrag aufgrund der starren Haltung der Arbeitgeber nur wenige Verbesserungen erbringen konnte. Die Arbeit in Kitas ist kein Zuckerschlecken, das weiß jeder und jede. Ich mache Sie auf den Bericht des Instituts Arbeit, Markt und Berufsforschung der Agentur für Arbeit aufmerksam, die sich 2014 mit dem Personal in der Kindererziehung in Hessen beschäftigte. Für die letzten Jahre wurde eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt im Allgemeinen festgestellt, von der auch die Berufsgruppe der Erzieherinnen
partizipiert hat. Allerdings gibt es einige, wie das IAB vorsichtig formuliert, Besonderheiten. Dies sind die überwiegende Teilzeitbeschäftigung und das, ich zitiere, vergleichsweise niedrige Einkommen. Es werden primär Teilzeitkräfte gesucht, wohingegen Fachkräfte in der Kindererziehung durchaus eine Vollzeitbeschäftigung oder auch eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit anstreben. Deutlich herausgestellt wird, dass auch künftig Arbeitskräfte fehlen werden, weil Angebote ausgeweitet werden und die vielen älteren ausscheidenden Mitarbeiterinnen ersetzt werden müssen. In Hessen war im März letzten Jahres nur ein Drittel der Mitarbeiterinnen in den Kitas Vollzeit beschäftigt, während fast ein Viertel nur halbtags oder weniger tätig waren. Jetzt können Sie als Land wieder sagen, ist doch Sache der Kommunen. Die Frage ist aber doch, wie Sie a. das dazu für zuständige Gesetz ausgestalten und b. wie das mit der finanziellen Situation der Kommunen ist. Und Sie haben hier eine Regelung geschaffen, die Kommunen so eng an den Rand treibt, was die Kitas angeht, dass hier tatsächlich mit einzelnen Stunden gerechnet wird und dadurch das Fachpersonal eben keine gute Situation hat und auch nicht weiß, wie viel es in der nächsten Zeit verdienen wird. Das ist doch ein Skandal, wenn Mitarbeiterinnen gebraucht, aber nicht vernünftig beschäftigt und bezahlt werden. Und von den pädagogischen Fachkräften wird dann die Flexibilität erwartet. Und anschließend müssen sie so flexibel sein, dass sie aufstockende Leistungen beantragen. Wir brauchen finanzielle Bedingungen, sodass die Kommunen in der Lage sind, eine gut ausgestattete Kinderbetreuung zu gewährleisten und nicht, dass anschließend der Rechnungshof kommt und ihnen sagt, ihr beschäftigt zu viele. Das ist kontraproduktiv. Nach der Bertelsmann-Stiftung wären dazu 7.600 Vollzeitkräfte erforderlich. Dafür müssen die Pauschalen rauf, bis dazu, dass das Land die Kosten für die Kindertagesbetreuung vollständig übernimmt. Dann sind auch gute Personalschlüssel vor Ort und gute Arbeitsbedingungen möglich, sodass genügend Fachkräfte gefunden werden. Sie wissen genau, Herr Minister, dass wir eine unglaublich hohe Zahl an jungen Erzieherinnen, vor allen Dingen Frauen, im ersten Jahr nach der Ausbildung schon verlieren, weil das Verhältnis von Arbeitsdruck, Belastung, Verantwortung und Einkommen zu gering ist. Und die, die wir da schon ausgebildet haben und die wir dann verlieren, weil sie lieber irgendwo in einem Supermarkt Regale einräumen, die müssten wir nicht verlieren, würden wir sie anständig bezahlen. Und sie müssten Freistellungen erwirken für die Leitungspositionen. Erzieherinnen brauchen auch verbindlich Zeiten, wo sie ihre Arbeit vor- und nachbereiten. Das sind die Themen, die gerade die Beschäftigten, aber auch die Träger in der nächsten Zeit in den Vordergrund stellen werden. Und auch in Bezug auf die Ausbildung muss mehr Quereinsteigerinnen qualifiziert werden. Und diese brauchen die entsprechende Unterstützung. Und gerade auch, wenn sie älter sind, für die notwendige Finanzierung für die Ausbildungszeit. Es kann niemand 5 Jahre lang in eine Ausbildung gehen, ohne wirtschaftlich wirklich abgesichert zu sein oder dann noch den Eltern oder den Partnern auf der Tasche liegen. Da müssen wir Lösungen für finden. Die nächste Gruppe des Fachpersonals, der ich mich zuwenden will, sind die Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit. Denn hier hat die Aufwertungskampagne, die gelaufen ist, noch weniger gebracht. Auch wenn es mich für meine Berufskolleginnen und Kollegen freut, dass es jetzt wieder reichlich Stellen gibt und sie sich auch einmal ihren Arbeitsplatz aussuchen können und der Markt leergefegt ist. Aber es hat nicht dazu geführt, dass die Entlohnung da entsprechend angepasst wird. Stattdessen haben wir eine Projektitis in diesem Land, die einfach grauenvoll ist. Sie ist grauenvoll für die betroffenen Klientinnen und Klienten. Sie ist grauenvoll für die dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeit dadurch entwertet wird, weil man ihnen keine Kontinuität gibt, weil man ihnen keine Wertschätzung gibt, weil sie unglaublich viel Zeit dafür brauchen, sich immer wieder und ihre Arbeit selbst zu erfinden, um einen neuen Antrag zu stellen, mit dem sie dasselbe inhaltlich weitermachen, was sie vorher auch gemacht haben. Sie müssen sich nur etwas ausdenken, was sie aufs Papier schreiben, was überprüfbar ist, damit irgendetwas weiterlaufen kann. Das ist so eine Entwertung von dem, was da geleistet wird. Die ist einfach nicht zu vertreten, und es nutzt niemandem. Man muss es verstetigen, man muss die vielen Dinge, die es gibt, sei es Straßensozialarbeit, sei es der Kinderbauernhof, sei es die Hilfe bei sexuellem Missbrauch. Man muss es verstetigen, damit alle sich darauf verlassen können, auch die, die da arbeiten. Das wäre eine gute Politik. Stattdessen vergeudet man Zeit mit Projektanträgen und beschäftigt damit auch noch endlos die Verwaltung. Die könnte auch etwas Besseres in der Zeit machen. Eine wesentliche Gruppe, für die der Fachkräftemangel gilt, ist die Pflege.
Verdi hat vor einiger Zeit eine Erhebung gemacht und hochgerechnet, dass bundesweit etwa 70.000 Pflegekräfte in dem stationären Sektor fehlen. Auch in der Krankenpflege gibt es eine hohe Teilzeitquote. Allerdings hat man hier nicht die Teilzeitquote, weil die Menschen dort nicht Vollzeit beschäftigt werden sollen. Nein, die Kliniken würden die gerne Vollzeit beschäftigen. Wir haben die Teilzeitquote, weil ganz viele, insbesondere Frauen, sich entschließen, lieber auf Geld zu verzichten und weniger Zeit zu arbeiten, weil der Arbeitsdruck und die Arbeitsbelastung anders nicht mehr zu ertragen sind und weil sie nur mit diesem Kompromiss an ihr Einkommen und an ihre Karrieren überhaupt weiter in ihrem Beruf bleiben könnten. Und das sollte man endlich einmal ernst nehmen. Und man sollte endlich dafür Sorge tragen, dass Arbeitsbedingungen in der Pflege so sind, dass die Menschen diese Arbeit auch bis zum Ende ihres Erwerbslebens Vollzeit ausführen könnten. Weil dann wären wir nämlich schon ein Stückchen weiter. Die Landesregierung selbst hat vor einiger Zeit ein Gutachten zur Situation in der Pflege in hessischen Akutkrankenhäusern in Auftrag gegeben. Ergebnis war, dass ungeplante Arbeitsspitzen beim Pflegepersonal, die sich beispielsweise aufgrund aufwendiger Patientinnen oder besonderer Anforderungen der Arbeitsorganisation ergeben, in besonderer Weise die Arbeitssituation von Pflegenden in hessischen Akutkrankenhäusern prägen und die Gefahr von Pflegefehlern erhöhen. Zu der Einsicht ist die Regierung schon selber gekommen. Sowohl die Qualifikation als auch die Anzahl der in der Pflege tätigen Mitarbeiterinnen reicht vor allem im Nachtdienst auf den beobachteten Stationen bei Arbeitsspitzen nicht aus, um eine qualitativ hochwertige Pflege sicherzustellen. Und diese Arbeitsspitzen erscheinen eher die Normalität als die Ausnahme darzustellen. Die Schlussfolgerung war, dass vor allem im Nachtdienst, aber zum Teil auch im Tagdienst ein Bedarf an zusätzlichen Fach- und Hilfskräften besteht, der so berechnet werden muss, dass auch kurzfristige Arbeitsspitzen kompensiert werden können. Aber auch die Hilfskräfte dort brauchen eine Ausbildung, eine bessere Ausbildung. Die Situation in den Kliniken ist allerdings nicht nur eine Folge des Arbeitskräftemangels. In vielen Kliniken, in denen Personal abgebaut wird, um die Profite für die privaten Klinikkonzerne zu erhöhen, kommt es zu einer Abwanderung von weiteren Fachkräften, die nicht mehr bereit sind, unter diesen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Das erleben wir in der Horst-Schmidt-Klinik. Da können Sie doch genau hingucken. Da laufen die Menschen scharenweise weg und suchen sich woanders Arbeitsplätze. Und wenn Sie das stoppen wollen, dann müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die Bedingungen in unseren Krankenhäusern besser werden und nicht schlechter. Stattdessen haben wir eine zu geringe Investitionsquote, und das rächt sich, weil nämlich die Zuschüsse der Länder nicht ausreichen und das dann wieder zulasten der Pflege geht und damit das Geld, das eigentlich fürs Personal da wäre, in den Beton gesteckt werden muss. Sie können sich also überlegen, ob Sie an der Stelle mal Ihren grundlegenden Wandel vielleicht beginnen würden. Und da Sie, Herr Grüttner, darauf eingegangen sind, auch ein Wort zur Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Immer noch läuft da eine Menge schief. In den Universitäten wird auf dieses Fachgebiet wenig Wert gelegt. Und nur ein paar finanzielle Anreize helfen nicht. Es gibt eine Reihe bürokratischer Hürden wegzuräumen, um Ärztinnen in der Ausbildung und den Ausbilderinnen den Zugang zu erleichtern. Es gäbe da auch auf kommunaler Ebene einiges zu tun, um dafür Sorge zu tragen, dass sich Allgemeinmedizinerinnen niederlassen. Und wenn wir dann an den de facto Bericht vom Sonntagabend über eine Altenpflegeeinrichtung denken, da kann ich nur sagen, mir ist schlecht geworden, dann ist es nur eine Meldung von vielen Missständen in der Altenpflege. Sicher sind mehr Kontrollen notwendig. Noch wichtiger ist es aber, die Situation in der Altenpflege an sich zu verbessern. Die Bezahlung der Fachkräfte in der Altenpflege, stationär wie ambulant, ist viel geringer als in der stationären Krankenpflege. Altenpflegekräfte verdienen im Vergleich mit allen Beschäftigten deutlich weniger. Im Westen sind das fast 17%. So, und jetzt kommt dann die hervorragende Antwort der Politik auf dieses Problem. Sie sagt nämlich, wir legen die Ausbildung zusammen und gewinnen dadurch mehr Ansehen für alle Pflegekräfte, und wir gewinnen insgesamt mehr Pflegekräfte. Das ist Unsinn. Herr Minister, das muss unbedingt verhindert werden. Und ich weiß, Sie finden das Projekt klasse, aber es führt zu nichts, denn wir verlieren Menschen in der Kinderkrankenpflege, die sagen, ich will mit Kindern arbeiten und ich will überhaupt nicht durch die Altenpflegeausbildung durch. Wir kriegen ein Riesenproblem bei der Umstellung der Ausbildungsgänge, und wir kriegen irrsinnige Engpässe an verschiedenen Stellen, wo wir Menschen durch Ausbildung schleusen müssen und wo wir Kooperationsverträge schaffen müssen, die nur zu Schwierigkeiten führen.
Und damit löst man das Problem nicht der Aufwertung. Das Problem der Aufwertung löst man, indem im System so viel Geld ist, dass man Pflegekräfte ordentlich bezahlen kann. Dann haben Menschen auch ein Interesse daran, da reinzugehen. Und wenn wir gerade über Ausbildung gesprochen haben, müssen wir auch hier wieder schauen, wie es den Pflegeschulen geht. Und da wird es dann wieder ganz schwierig. Da gab es einmal einen ganz geringen Aufschlag für das Geld für die Pflegeschulen. Das ist aber an anderer Stelle kompensiert worden, klammheimlich und leise. Ich muss sagen, ich finde es eine gute Maßnahme, dass Sie ausbildungsbegleitenden Sprachunterricht bereitstellen wollen. Allerdings gibt es ein Problem. Der Markt an Sprachlehrern ist leergefegt, und die können sich aussuchen, wo sie gut bezahlt werden. Und zu den Sätzen, die Sie den alten Pflegeschulen dazu zur Verfügung stellen, da kriegen Sie niemanden, der das machen wird. Also von daher ist das entweder von vornherein als Placebo geplant gewesen, oder Sie müssen danach bessern. Sie können schlecht sagen, die sollen das machen, wenn die das Geld dafür nicht haben. Aber Sie legen ja nicht einmal Wert darauf, die Pflegekräfte, Lehrer auszubilden. Selbst die muss man ja in Hessen importieren. Hier gibt es keinen einzigen Ort, wo man hier Lehrkraft für Pflege werden kann. Also, wo ist dann der Ansatz, dass Sie sagen, wir sorgen hier gut für die Pflegekräfte? Ich sehe, wo ich hingreife, dass ich ins Leere greife. Man kann sich die Pflegekräfte nicht immer nur importieren, man kann sich die Lehrer nicht immer nur importieren, und man kann sie sich auch nicht im Ausland backen lassen. Und dann gäbe es noch eine Menge zu sagen zum Gender Pay Gap, und es gäbe eine Menge zu sagen zu Anwerben, was hier ja überhaupt nicht funktioniert hat. Frau Kollegin, aber nicht mehr heute. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, Herr Präsident, meinen letzten Absatz. Schon allein deshalb. Satz wäre besser, denn die Zeit ist deutlich rum. Dabei das suchen müssen. Schaffen Sie die Möglichkeit von Rahmenbedingungen, die so sind, dass Menschen da auch arbeiten wollen. Das Sozial- und Gesundheitswesen handelt nicht mit Waren, die auf einem Markt verhökert werden. Es geht um Menschen und deren elementarsten Bedürfnisse. Und die sollten uns und die sollten auch Ihnen, Herr Minister, mehr wert sein. Vielen Dank, Frau Schott. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. René Rock für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Schott, ich habe ja das Privileg, häufigen Reden nach Ihnen reden zu dürfen. Und das kostet mich immer ein bisschen Redezeit, weil Sie mich immer wieder dazu bringen, doch den einen oder anderen Satz zu sagen, was ich eigentlich überhaupt nicht vorhatte. Aber es geht einfach nicht anders. Sie haben ja eine Rede gehalten. Wir haben 25 Wirtschaftszweige. 17 davon sind vom Fachkräftemangel betroffen, und Sie haben sich nur an einem einzigen festgebissen. Und damit haben Sie, glaube ich, ein bisschen das Thema verfehlt. Aber das ist das eine, das ist der eine Teil Ihrer Rede. Da war auch nicht alles falsch, was Sie gesagt haben. Aber Sie müssen schon versuchen, Ihre Rede auch die Gesamtheit im Blick zu halten. Und diese Einleitung in Ihrem Redebeitrag, diese Einleitung, da frage ich mich immer, in welchem Land Sie leben. Das kann nicht dasselbe Land sein, in dem ich lebe. Dieses Land, in dem die Leute morgens aufstehen, hart arbeiten gehen, das ist richtig, das finde ich gut, das machen nämlich auch die meisten Leute, dafür schämt sich keiner, das ist nun einmal so. Und diese Leute erwirtschaften Bruttoinlandsprodukt, und das ermöglicht es, dass wir diesen Staat aufrechterhalten und dass wir uns diese soziale Gerechtigkeit leisten können, die in diesem Staat vorbildlich ist. Und das lasse ich mir hier von Ihnen auch nicht schlecht reden. Ich erinnere Sie einmal daran, eines der wenigen Länder, das den Sozialismus noch lebt. Da können Sie einmal nach Venezuela schauen oder in solche Staaten. Das sind gescheiterte Staaten, in denen nichts mehr geht, wo es den Menschen so schlecht geht, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und darum bitte, Frau Schott, mäßigen Sie sich doch einmal in dem Eingangsstatement zu Ihren Reden und anerkennen Sie endlich einmal, dass wir hier in einem gerechten Staat leben, in einem gerechten Land stehen, an dem 70 Jahre lang Politiker und Gesellschaft gearbeitet haben. Und hier ist wirklich nicht alles falsch und schlecht. Doch, das musste ich auch einmal hier loswerden, weil Sie haben hier immer Einlassungen anfangen. Da kann es ja einem wirklich ein bisschen schwindelig werden an diesem Pult. Ich will aber trotzdem, und jetzt muss ich mich der Landesregierung zuwenden, dem Minister Grüttner in spezieller Art und Weise. Lieber Herr Grüttner, Sie haben hier eine Rede gehalten. Sie haben
wie so eine Excel-Tabelle Maßnahme an Maßnahme an Maßnahme an Maßnahme gereiht. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie Sie mit diesem schwierigen Problem, das wir haben und das zu Recht Sie hier aufgezeichnet haben, nämlich dem Fachkräftemangel, was eine Folge, vor allem eine Folge der demografischen Entwicklung ist, wie wir damit umgehen. Das haben Sie hier nicht wirklich aufgezeichnet, sondern Sie haben bis hinunter zur Arbeitsgenehmigung und dem Bewerbungsschreiben haben Sie uns über einzelne Programme aufgeklärt, die es hier im Land Hessen gibt, die es auch schon vor dieser Regierung gab zum Großteil. Aber Sie haben hier einen roten Faden zu dieser Frage vermissen lassen. Und das wundert mich auch nicht. Sie haben scheinbar Ihren Koalitionsvertrag genommen, haben durchgeblättert am Montagabend und gesagt, was machen wir für Regierungserklärung, mit dem Finger drauf, und da kam Fachkräftemangel raus. Und dann wurden Sie beauftragt, machen Sie mal eine Excel-Tabelle, was haben wir alles gemacht in den letzten 20 Jahren, und das trage ich jetzt hier vor. Tut mir leid, Herr Grüttner, das ist unter Ihrem Niveau. Eindeutig unter Ihrem Niveau. Und ich sage Ihnen jetzt auch, warum Sie es vorgetragen haben und nicht Herr Al-Wazir. Bei dem steht es nämlich im Koalitionsvertrag auf Seite 46, können Sie das Wort Fachkräftemangel finden. Das ist aber unter Wirtschaftsbereich angesiedelt. Unter dem Wirtschaftsbereich haben Sie in der Koalition das Thema Fachkräftemangel verortet. Aber da konnte natürlich Herr Al-Wazir nicht reden. Warum nicht? Warum konnte Herr Al-Wazir dazu nicht reden? Wir haben ja eigentlich keinen Wirtschaftsminister, er nennt sich so. Aber warum konnte er hier nicht reden an dieser Stelle? Ganz einfach, weil er am 20.11.2015 in der FAZ gesagt hat, Fachkräftesicherung ist keine staatliche Aufgabe. Zu Deutsch, ich bin nicht zuständig und ich muss mich auch nicht kümmern. Dann kann der natürlich hier auch nicht zu reden. Ja, da ist das halt, wenn man eine gute Wiedervorlage hat als FDP-Fraktion, Herr Minister. Ja, Herr Minister, so ist das nun mal. Ich will jetzt aber trotzdem zu diesem aus meiner Sicht wirklich wichtigen Thema kommen, weil es ist natürlich ein existenzielles Thema. Und nicht erst seit heute und dieser Debatte hier im Hessischen Landtag. Und warum nicht? Weil wir seit 20 Jahren in der Politik intensiv über dieses Thema Demografie diskutieren und reden. Seit 20 Jahren. Und es sind viele kluge Reden zu diesem Thema gehalten worden. Wahrscheinlich auch zu dem Thema, welche Auswirkungen die Demografie auf den Arbeitsmarkt hat. Das ist, glaube ich, nichts, was Neues. Und wir wissen natürlich auch, dass man das nicht mit einem kleinen Ausbildungsprogramm in Hessen beheben kann, sondern es ist eine Frage. Und da würde ich dem Kollegen Bockler, der ist nicht mehr da, aber dem würde ich ihm an der Stelle recht geben. Ah, okay, Sie haben die Fraktion gewechselt. Nein. Ist ja bei den Grünen ja nicht mehr so jetzt da bei der CDU. Das ist ja normal für Sie. Also, das ist auf jeden Fall, Herr Bocklet, an dieser Stelle so, dass Sie recht haben. Darum möchte ich das noch einmal genau sagen, weil an der Stelle haben Sie recht. Es ist viel Bundespolitik. Es ist viel Bundespolitik, um sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen zu können. Aber, und jetzt komme ich wieder auf diese Landesregierung zurück. Es gab einmal Zeiten in der hessischen Landespolitik, da wusste man noch in Berlin, wo Hessen liegt. Und da wussten wir auch, wer Ministerpräsident ist. Und da wusste man auch, wenn der Ministerpräsident nach Berlin fährt, dann hat er etwas mit. Und dann haut er auch mal auf den Tisch und sagt, hier gibt es ein Problem in Deutschland. Und da müssen wir auch mal eine Lösung herbeiführen. Und hessische Landespolitik hat in Berlin eine Stimme gehabt und konnte nämlich in Berlin auch diese Themen, Herr Bocklet, die zu Recht lokalisiert worden sind, aufs Tablett heben. Und das eine oder andere wurde sogar gelöst. Unter rot-grüner Mitwirkung, muss ich zugeben. Also, die Hartz-Gesetze waren ja jetzt nicht unbedingt von CDU und FDP auf den Weg gebracht worden. Das haben zwar im Bundesrat mitgetragen, aber im Bundestag war es Ihre Verantwortung und auch Ihre gute Tat, zu der Sie sich heute leider nicht mehr bekennen. Und jetzt kommen wir einmal zu den Maßnahmen, die wichtig wären. Wir haben nämlich, und das, glaube ich, ist jedem klar, nicht mehr die Debatte darüber, dass die Demografie irgendwann kommt. Die ist nämlich da. Die demografische Entwicklung trifft den Arbeitsmarkt bereits. Und 2020 werden 155.000 Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt verlassen. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ah, okay. Das war nicht. Ja, das ist manchmal so. Ja, und von diesen 155.000 Arbeitskräften, die den Arbeitsmarkt verlassen, ist ein Drittel Akademiker und zwei Drittel sind in der Regel ausgebildete Menschen, die als Facharbeiter im dualen System ausgebildet wurden. 17 von 25 Wirtschaftszweigen sind davon signifikant betroffen. Und natürlich ist es wichtig, um überhaupt das Wachstum sicherzustellen, das wir brauchen, um die künftigen Lasten dieser Gesellschaft tragen zu können. Dazu gehört natürlich auch die Rentenlasten, die auf uns zukommen, die Frage, wie können wir unser Sozialsystem weiter finanzieren.
finanzieren, die können nur sichergestellt werden, dieses Wachstum, wenn wir auch weiter ausreichend Fachkräfte zur Verfügung haben. Und da ist das erste große Thema, keiner meiner Vorredner hat das ausgelassen, natürlich die Frage, wie können die Frauen stärker in das Arbeitsleben integriert werden? Und da ist die oberste Frage, und das ist natürlich ganz klar, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da muss ich sagen, da könnte die Hessische Landesregierung aktiver sein. Also nicht nur in der Frage, wo kann ich das System ausbauen, mit neuen Maßnahmen, an Schulen zum Beispiel, okay, aber auch, wie kann ich denn die Kommunen in die Lage versetzen, ihre Angebote besser ausweiten zu können. Und wir merken einfach, und ich glaube, das über alle Fraktionen hinaus, dass die Kommunen vor Ort wirklich alles finanziell Mögliches versuchen, um der Bevölkerung ein ausreichendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Sie können es aber nicht in dem Maße finanzieren, wie sie das gerne würden. Und jetzt kann man sich streiten, sind die 400 Millionen genug oder sind es 450 Millionen, sind es nicht genug. Wir stellen fest, wenn wir in die kommunale Landschaft schauen, und dort sind die Träger dieser Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hören wir unisono. Und ich glaube, man kann es auch, weil der eine oder andere wird auch hier Stadtverordneter sein, man kann es auch nachvollziehen, sind Sie mit dieser finanziellen Aufgabe momentan am Anschlag und nicht in der Lage, signifikant weitere Angebotsverbesserungen hinzubekommen. Und darum sollte man auch überlegen, wie kann man hier die Kommunen in die Situation versetzen, mehr zu tun. Weil gesamtwirtschaftlich, und das habe ich an der Stelle schon mehrfach gesagt, ich werde es aber jedes Mal sagen, bis es vielleicht einmal einer von der anderen Fraktion wiederholt, ist es nämlich so, nicht die Familien sind diejenigen, die die Kommune und den Staat finanziell an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Die Familien, wo dann eben auch die Frau noch arbeitet, oder dann eben der Mann, das gibt es auch das Modell, also wo beide arbeiten, die sind es, die diesen Staat finanzieren, weil der weitere Mitglied der Familie, das arbeitet, das zahlt Steuern und Sozialabgaben, die es sonst nicht zahlen würde. Und es hat keinen großen Bruch in ihrer oder seiner Erwerbsbiografie, die dazu führen, dass sie nicht mehr vielleicht so in so hoher Wertschöpfung arbeiten kann. Und diese Familien, auf denen das Rückgrat dieser, oder die das Rückgrat dieser Gesellschaft sind und die leistungsbereit sind und die das alles schultern, denen jetzt vorzuhalten, weil jetzt deine Frau auch noch arbeiten geht, bist du die, die diesen Staat überfordert? Das ist die total falsche Botschaft. Und sie ist auch ein Stück weit diesen Menschen, die sich so hier einsetzen für unseren Staat, eine Unverschämtheit, ihnen das zu sagen. Und darum bitte ich Sie, auch wenn Sie in den Debatten vor Ort sind, es ist einfach eine Tatsache, dass die Familien, in denen beide arbeiten, was für diese Gesellschaft tun und nicht die sind, die diese Gesellschaft ausbeuten. Und Sie haben an dieser Stelle, glaube ich, genug Probleme, wenn Sie zwei oder drei Kinder haben, die zu finanzieren, durch eine gute Ausbildung zu bringen. Und darum ist es eine absolut wichtige Aufgabe, dass wir in die Lage versetzt werden und die Kommunen, die diese Leistung erbringen, dass die in die Lage versetzt werden, diese Angebote auch zur Verfügung zu stellen. Ich will es noch einmal für die sagen, die vielleicht nicht mehr zuhören. Es ist so, wenn die Frau eben oder der Mann zusätzlich Arbeit gehen kann, dann zahlt er Einkommensteuer, Sozialbeiträge, die es sonst nicht gäbe. Jetzt ist aber das deutsche System der Steuerverteilung nun einmal so, dass von der Einkommensteuer nur 10% bei der Kommune bleibt. Und 90% dieser Einkommensteuer, die die Menschen dort zahlen, bleibt eben nicht bei der Kommune, sondern die gehen zu Land und Bund. Also den großen Profit von der Maßnahme vor Ort haben Land und Bund. Und die Leistung zu erbringen hat die Kommune, die hat aber nur 10% des Vorteils. Und darum ist oft vor Ort das Gefühl, dass das ein Zuschussgeschäft ist. Gesamtstaatlich gesehen ist es das aber auf keinen Fall. Und darum ist es einfach von der Argumentation nicht in Ordnung, wenn man den Familien vorhält, ihr seid daran schuld, dass der Haushalt nicht ausgeglichen ist, wir müssen jetzt die Kindergartengebühren verdoppeln und verdreifachen, weil es ist ja eine Leistung, die ist nur für euch. Also diese Diskussion dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir denn wollen, dass mehr Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und hier ihre Arbeitsleistung auch abgeben können. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Thema, in dem es ja keinen grundsätzlichen Streit mehr gibt, sondern es ist eine Frage, wie viele Ressourcen können wir zur Verfügung stellen, um diese wichtige Aufgabe vor Ort auch voranzubringen. Und da, liebe Landesregierung, da
macht Hessen einiges, das ist unbestritten, aber es kann auch immer noch mehr werden. Und ich glaube, an dieser Stelle wäre, wenn man etwas gegen den Fachkräftemangel tun will, noch einiges zu leisten. Wir haben das ganze Thema, und da kommen wir jetzt langsam in den bundespolitischen Bereich, wir haben das ganze Thema der Frage, wie können wir ältere Menschen, die das noch wollen und die auch leistungsstark sind, im Beruf halten? Und wie können wir genau das Gegenteil verhindern, nämlich dass sie frühzeitig aus dem Beruf gehen? Und da muss ich der jetzigen Bundesregierung halt einfach mal die rote Karte zeigen. Wer ernsthaft über Fachkräftemangel sich austauschen will, der kann doch nicht die Rente mit 63 so in den Mittelpunkt stellen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Ich würde auch gerne mal eine Statistik sehen, wer diese Rente mit 63 tatsächlich dann nachgefragt hat. Vielleicht frage ich das mal hier ab, weil ich bin mir nicht sicher, ob die, die damals genannt worden sind, die Dachdecker und wer das hat im Bau arbeitet, ob das tatsächlich die sind, die die Rente mit 63 nachgefragt haben oder es am Ende nicht sogar andere sind. Das werde ich mir mal genau angucken, dann können wir sicherlich hier auch noch mal genau diskutieren. Darum glaube ich, wer bundespolitisch die Dinge auf den Weg bringt, der hat bei der Frage, wie können wir Arbeitskräfte aktivieren, leider auf den falschen Zug gesetzt. Und jetzt haben wir aus meiner Sicht natürlich noch die Frage, Teilzeit ist wichtig. Teilzeit, um sein Leben flexibel gestalten zu können, ist wichtig. Die Frage ist aber auch, warum macht jemand Teilzeit? Macht das deshalb, weil die Kinderbetreuung zu teuer ist und es deshalb sich nicht mehr rentiert? Oder macht das eben, weil es eben in sein Familienmodell passt? Das Familienmodell, wenn es da reinpasst, ist super, dann ist Teilzeit total wichtig und richtig. Wenn er es aber aus anderen Gründen macht, dann ist es natürlich auch eine Frage, kann man diese Reserven noch heben? Kann man denn solche Hindernisse abbauen, dass jemand vielleicht seine Arbeitszeit wieder ein bisschen erhöhen will, wenn es sich denn auch tatsächlich dann für ihn rentiert? Und dann sind wir wieder bei einem bundespolitischen Thema, und da müsste halt die Union sich halt auch mal bewegen, das ganze Thema der Zuwanderung. Dass die Frage der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, dass das in Deutschland noch nicht vernünftig geregelt ist, ist einfach ein Skandal. Und es gibt einfach nur eine Partei. Und es gibt einfach nur eine Partei in ganz Deutschland. Gut, bei der AfD, da kenne ich das Programm jetzt nicht, aber ich sage mal jetzt nur eine Partei, in der ich die Programme so ein bisschen kenne, die tatsächlich nicht bereit ist, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, und das ist die CDU. Und da, solange Sie das nicht in den Griff kriegen, da haben Sie schon ein Stück weit der Legitimität verloren, sich mit dem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen. Da könnte Hessen ja auch mal deutlich voranschreiten in der Union und könnte mal sagen, mit grüner Begleitmusik, da machen wir mal einen Vorstoß. Das würde sicherlich hier im Landtag zu großer Einmütigkeit und einstimmigen Beschlüssen führen. Das wäre vielleicht auch mal eine Anregung, wenn man so ein Thema auf die Tagesordnung setzt und dazu nichts sagt, dann hat er vielleicht so ähnlich wie die LINKEN ein Stück einfach ausgeblendet von der Debatte. Und das sollte man einfach nicht tun. Wir haben das ganze Thema der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Die Frage, wie regeln wir das? Wie regeln wir tatsächlich nachhaltig, ob diese Menschen hier eine wirtschaftliche Zukunft haben sollen oder nicht? Wie organisieren wir das? Wir alle wissen, zum Fachkräftemangel können Sie zur Reduzierung des Fachkräftemangels können die Flüchtlinge, die heute zu uns gekommen sind, trotz aller positiver Hoffnungen keinen signifikanten Beitrag leisten, sondern wir werden erst einige Jahre brauchen, um dort Menschen entsprechend für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Das wird kurzfristig keine Lösung sein. Das kann eine mittelfristige Erleichterung sein. Aber wir kennen die Zahlen aus Schweden. Dort ist die durchschnittliche Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt rund 7 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also, das ist schon einige Zeit. Von daher ist das für die aktuelle Debatte noch kein Lösungsansatz. Aber wir haben noch neben der Aktivierung von Arbeitskräften haben wir noch zwei weitere Bereiche, und das ist die Qualifikation und das ist das Flexibilisieren. Bei der Qualifikation gibt es, denke ich, auch große Einmütigkeit. Da haben wir auch schon viele Beschlüsse gefasst, aber da fehlt natürlich noch viel in der Umsetzung. Und natürlich muss es weiterhin auch unser Ziel sein. Ich hatte jetzt, Herr Bocklet hat 320.000, ich hatte 340.000 Beschäftigte ohne Qualifikation, vielleicht war meine Zahl älter, aber die Größenordnung stimmt. Wir haben 320.000 oder 340.000 Menschen, die einen Beruf nachgehen in unserem Land, die keine berufliche Qualifikation haben. Sicherlich haben die Qualifikation, aber jedenfalls keine
die wir jetzt auf dem Zettel stehen haben. Von daher wäre natürlich das auch ein Potenzial an Menschen, denen wir durch berufsbegleitende Maßnahmen helfen könnten. Da ist relativ viel Luft noch, da gibt es wunderschöne Einzelprojekte, aber auch da kann man sicherlich noch besser werden. Und wir haben ein Gesetz, das oft debattiert wird, das ist das sogenannte Hartz-IV-Gesetz, SGB II. Und dieses Gesetz ist maßgeblich darauf ausgerichtet, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und das ist das Oberziel dieses Gesetzes. Also die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, dem wird alles untergeordnet in dem Gesetz, und dort müsste der Schwerpunkt verschoben werden, weil natürlich die Frage der Qualifikation eine viel größere Rolle spielen müsste in dem Gesetz. Es geht nicht einfach nur, wie kriege ich den hier aus der Statistik erst mal ein paar Monate in den Beruf und er steht mir vielleicht 6 Monate später wieder hier, sondern es geht darum, dass er auch eine Ausbildung, eine Qualifikation viel stärker im Mittelpunkt der Förderung durch dieses Gesetz stehen müsste, damit wir nicht nur die Frage der Statistik und ist da einer raus, sondern tatsächlich die Lebenschancen desjenigen verbessern, dass er eben auch hier tätig werden kann. Und da ist natürlich auch wieder Bundesgesetzgebung, da müssten wir besser werden, da müsste das Gesetz mal evaluiert werden. Und wir wissen natürlich, das Gesetz entstand 2002, 2003. Und damals, 2005, hatten wir noch 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, und auf diese Veränderung des Arbeitsmarkts müssen wir uns natürlich einstellen. Und auch hier ist es so, dass die Qualifizierung eine größere Rolle spielen muss in dem gesamten Bereich des SGB II, also des Hartz-IV-Gesetzes. Das ist ein Paradigmenwechsel für dieses Gesetz, und der muss aus meiner Sicht auch in Angriff genommen werden. Der dritte Bereich, der spielt hier jetzt noch nicht so eine große Rolle. Da hat auch jeder so ein bisschen Angst davor. Aber die Digitalisierung und alles, was damit einhergeht, wird einfach auf uns weiter einwirken. Und diese Einwirkung, der müssen wir auch in irgendeiner Form Rechnung tragen. In einer digitalisierten Welt kann ich Mitarbeiter eines amerikanischen Unternehmens sein, und die haben halt zu einer Zeit ihre Konferenz, in denen es eben bei mir Nacht ist. Also diese aus der industriellen Zeit abgeleiteten Arbeitsmarktmodelle, zum Teil ist ja schon einiges passiert, das ist vielleicht jetzt eine Überspitzung von mir, sollte man einfach überlegen, welche Flexibilisierung zeitlich wie räumlich sind möglich. Und gleich ein Blick zur SPD, vielleicht muss man da auch mal gucken, welche Instrumente dann einer Überprüfung, dass es hier nicht zu Missbrauch kommt, welche Instrumente gibt es, ob das Instrument immer mehr Bürokratie sein muss oder ob man nicht andere, auch der Digitalisierung geschuldete Methoden mal zugrunde legt. Ich habe noch keine abschließende Idee, aber natürlich eine Überbürokratisierung, weil man zu Recht natürlich Arbeitnehmer schützen will. Das steht ein Stück weit der Flexibilisierung entgegen. Und hier ist auch noch einmal ein großes Potenzial, um die Arbeitskräfte entsprechend noch einmal stärker zu fördern. Also, wir haben drei Bereiche, um die wir uns kümmern müssen, die Aktivierung von Arbeitskräften, wir haben die Qualifizierung von Arbeitskräften, und wir haben durch die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen auch die Möglichkeiten, der Frage entgegenzuwirken. Der Frage, dass wir zu wenig Facharbeitskräfte haben. Das sind diese drei Arbeitsfelder. Vieles davon ist bundespolitisch gefordert. Da müsste der Ministerpräsident dieses Landes vielleicht auch einmal deutlich machen, wenn einem das Thema so wichtig ist, dass man hier eine Regierungserklärung abhält, dass man dann auch einmal eine klare Botschaft hat, auch einmal, sagen wir mal, mehr als eine Aneinanderreihung von einzelnen Maßnahmen, dass man da einmal deutlich macht, hier ist Handlungsbedarf. Und der ist bundespolitisch klar erkennbar, er ist auch landespolitisch klar erkennbar. Und von daher hat diese Regierungserklärung zumindest eines gehabt. Man hat die Handlungsfelder aufzeigen können, und man hat auch deutlich machen können, dass diese Landesregierung hier noch viel Arbeit vor sich hat. Das ist auch gut so. Dann hat nämlich die Ihnen nachfolgende Regierung auch noch einiges zu tun. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher. Und ich hoffe natürlich, dass eine neue Regierungsmehrheit Sie dann hier ablöst und dieses wichtige Thema ernsthaft in Angriff nimmt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes spricht für die CDU-Fraktion Herr Abg. Dr. Bartelt. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Menschen leben gerne und gut in Hessen. Das Durchschnittseinkommen ist im Ländervergleich das zweithöchste hinter Hamburg. Noch nie gab es so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wie heute. Die Arbeitslosenquote war seit 24 Jahren nie so gering wie heute.
Wir haben eine Jugendarbeitslosenquote von weniger als 6%. In unseren südeuropäischen Partnerländern sind die Zahlen 47% in Griechenland, 43% in Spanien, 38% in Italien, 31% in Kroatien, 28% in Portugal. Um das Problem des Fachkräftemangels beneiden uns diese Staaten. Fragt man die Menschen dort nach ihrem größten Wunsch, antworten sie: einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz für mich, für meine Kinder, für meine Enkel. Die Bewältigung des Fachkräftemangels ist für uns aber entscheidend, ob die nächste Generation in Wohlstand und mit einem sozialen Netz leben wird. Daher werden die in der Regierungserklärung vorgetragenen Maßnahmen von uns unterstützt. Sie sind ein Schwerpunkt des Koalitionsprogramms: verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen. Bevor ich auf die Einzelheiten komme, möchte ich auf einen in der bisherigen Debatte vorgetragenen Aspekt eingehen. Es wurde von Herrn Deckert und von René Rock vorgetragen, ein Einwanderungsgesetz würde den Fachkräftemangel reduzieren, und die CDU würde sich der Diskussion verschließen. Wir haben innerhalb der EU ein Einwanderungsgesetz, die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Nach Auslaufen der letzten Übergangsfristen von 7 Jahren besteht seit 2014 völlige Freiheit für Arbeitnehmer innerhalb der EU. Es stellt sich natürlich im Nachhinein die Frage, ob es seinerzeit klug war, dass Deutschland die maximale Übergangsfrist von 7 Jahren ausgeschöpft hat. Zweitens. Die Einwanderung aus beruflichen Gründen sind seit 2012 für Interessenten außerhalb der EU durch die Blue Card geregelt. Arbeitsplatz, Hochschulabschluss oder Berufsausbildung müssen nachgewiesen werden. Diese Voraussetzungen sind vergleichbar mit der Green Card in den USA. In der am häufigsten angewandten Kategorie EB3, Employment Based Category, wird auch ein konkretes Arbeitsplatzangebot, eine abgeschlossene Ausbildung und die Prüfung, ob der Abschluss einem US-Abschluss entspricht, verlangt. Drittens. Alle Einwanderungsgesetze dienen den wirtschaftlichen Interessen der Aufnehmerländer. Und in diesem Sinne wurde auf dem letzten Bundesparteitag der CDU Dezember 2015 in Karlsruhe beschlossen, es gibt bereits zahlreiche gesetzliche Regelungen zur Einwanderung. Diese müssen widerspruchsfrei und besser miteinander verknüpft in einem Gesetz zusammengeführt und im Ausland besser kommuniziert werden. Das heißt, wir beteiligen uns an der Diskussion über ein Einwanderungsgesetz sehr ernsthaft. Aber wir bleiben auf dem Boden der Fakten und wahren unsere Interessen. Der schon heute spürbarste Fachkräftemangel betrifft die Kranken- und Altenpflege. 20% der Krankenhäuser können Pflegestellen nicht vollständig besetzen. Der Bedarf in der Pflege steigt wegen des demografischen Wandels massiv an. Hessen ergriff Maßnahmen. Die Zuschüsse für die Altenpflegeausbildung wurden in den Etats entdeckelt. In den letzten 5 Jahren stieg die Absolventenzahl um mehr als 50%. Unser Sozialminister Grüttner hat sich wie seine Vorgänger auf Bundesebene dafür eingesetzt, den Landesbasisfallwert für die Krankenhäuser an die Personalkostensteigerung zu koppeln. Wir sind hier weitergekommen. Wir sind weiter davon überzeugt, dass das neue Berufsbild des Kranken- und Altenpflegers die Versorgung verbessert und die Attraktivität des Berufsbildes steigert. Und wir setzen uns auf Bundesebene für eine praktikable Umsetzung ein. Seit 2011 werden Projekte vom Hessischen Sozialministerium gefördert, angelernte Pflegehilfskräfte nachzuqualifizieren. Das Land und Krankenhausträger haben Konzepte entwickelt, Fachkräfte und Ausbildungsinteressenten im Ausland anzuwerben. Die Vorbereitungen, Spracherwerb beginnen im Herkunftsland. Die Vereinbarung Hessens mit der Region Madrid, die Aktivitäten von Agaplesion in Ungarn und Rumänien und von Frankfurter Stiftungskrankenhäusern in Südostasien seien genannt. Bei der Anwerbung, besonders in Osteuropa,
muss künftig mehr darauf geachtet werden, Kooperationen anzustreben. Es ist problematisch, dort einfach junge Fachpflegekräfte abzuziehen. Dies wurde uns bei einer Reise des Sozialpolitischen Ausschusses in Rumänien sehr deutlich gemacht. Wir müssen an Stabilität auch und gerade der sozialen Versorgung in den befreundeten Staaten interessiert sein. Dies wird die Landesregierung weiter beachten. In einem weiteren Bereich der sozialen Dienstleistung, der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, werden durch Landesförderung neue Formen angeboten. An mehreren Standorten werden in dualer Ausbildung Theorie und Praxis miteinander verbunden. Für Erhalt und Ausbau sozialer Dienstleistungen ist Hessen auch im Licht des demografischen Wandels gut aufgestellt. In den meisten Kammerbezirken des Handwerks bleiben Ausbildungsstellen in den Betrieben unbesetzt. In Frankfurt-Rhein-Main waren es mehr als 10% der angebotenen Stellen. Besonders sind Handwerker im Nahrungsmittelbereich, der Gastronomie und Dachdecker betroffen. Nach Umfragen von Kammern und in einer repräsentativen Umfrage im Mittelstandsbarometer spüren 40% einen Fachkräftemangel schon jetzt im eigenen Betrieb. Dies führte dazu, dass handwerkliche Dienstleistungen nicht mehr zeitnah und qualifiziert angeboten werden. Darüber hinaus werden mittelständisch-handwerkliche Strukturen bedroht. In diesen Betrieben werden weit mehr als die Hälfte junger Menschen ausgebildet. Die Bindungskraft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist dort oft viel stärker als in Großunternehmen. Das Land hilft den Kammern und den Betrieben. Im Projekt Gut ausbilden erhalten Kleinstunternehmen vom Wirtschaftsministerium bis zu 4.000 € Förderung, um Ausbildungspersonal zu schulen und Auszubildende in Prüfungsvorbereitungskursen zu unterstützen. Im Projekt Pro Abschluss wird die Nachqualifizierung gefördert. Gering qualifizierte Arbeitnehmer werden motiviert, einen entsprechenden Abschluss anzustreben. Hierzu stehen den Unternehmen und den Arbeitnehmern in jedem Kreis mittlerweile Bildungscoaches zur Verfügung. Nicht zuletzt soll die flächendeckende Berufsberatung an den Schulen, Berufspraktika, Girls' Day, Boys' Day, junge Menschen für handwerkliche Berufe interessieren. Auch in akademischen Berufen können schon jetzt Stellen nicht vollständig besetzt werden. Nach Prognosen werden in Hessen im Jahr 2020 ein Mangel von 135.000 Fachkräften erwartet und davon immerhin 45.000 Akademikern. Dies sind besonders Berufe der Naturwissenschaften, Technik und im IT-Bereich. Nach einer Studie der OECD können in 10 Jahren nicht einmal mehr die altersbedingt ausscheidenden Ingenieure in Deutschland ersetzt werden. Der Bedarf wird aber steigen. Daher ist es Aufgabe von Wirtschaft und Politik, schon frühzeitig das Interesse etwa an den MINT-Fächern zu wecken, das Potenzial auszuschöpfen, insbesondere die Laufbahnen von Frauen zu fördern und die Internationalisierung an den Hochschulen weiter auszubauen. Schon im Kindesalter soll das Interesse an der Natur geweckt werden. Die kindliche Neugier muss hier gestärkt werden, und die Kinder sollen bei der Beantwortung ihrer Fragen unterstützt werden. Im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans wurden im Jahr 2013 Konzepte des Sozialministeriums und des Kultusministeriums und der Stiftung Haus der kleinen Forscher entwickelt. In Tandems von Kindertagesstätten und Grundschulen wecken 200 Pädagogen in 36 Projekten das Interesse der Kinder an naturwissenschaftlichen und technischen Zusammenhängen. Die selbstständige Schule ermöglicht den Schulen, Schwerpunkte in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik zu setzen. Die selbstständige Schule hat mehr Freiheiten in der Unterrichtsgestaltung,
Lehrmitteleinsatz und Personalgewinnung. In Pilotprojekten arbeiten Schulen und Wirtschaft zusammen, die Qualität von MINT-Fächern aufzuwerten, Technologien mit dem Unterricht zu verbinden und bei der Berufsorientierung zu helfen. Die Kooperation einer südhessischen pharmazeutischen Firma mit über 30 südhessischen Schulen ist beispielgebend. Im nächsten Monat findet die 13. MINT-Messe hessischer Schulen hier im Hessischen Landtag statt. Innovative Schulprojekte werden vorgestellt. Der Schwerpunkt in den hessischen Universitäten liegt in einer guten Beratung der Studierenden, Prävention gegen Studienabbrüche und besonders die Förderung von Frauen in den MINT-Fächern. In den Jahresberichten der Universitäten in unserem Ausschuss Wissenschaft und Kunst wird dies eingehend thematisiert. Das Engagement der Hochschulen ist beeindruckend. Exemplarisch sei das Mentorinnen-Netzwerk für Frauen an den hessischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften hervorgehoben. Es gibt Orientierung und Entscheidungshilfe bei dem Übergang von Bachelor- zum Masterstudium, zur Promotion und zum Berufseinstieg. Das Netzwerk existiert seit 1998 und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ab 2017 erfolgt nochmals eine Qualitätssteigerung. Mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums bieten alle 11 Hochschulen in Hessen gezielt Beratung und Hilfen für 4 Zielgruppen für Frauen an. In ProCareer für Studentinnen in den MINT-Fächern, in ProCareer Doc für die Doktorandinnen, in ProAcademica für Postdocs zur Förderung des Einstiegs in die wissenschaftliche Laufbahn und in Pro Professor zur Förderung von Frauen in Leitungsfunktionen an den Hochschulen. Heute gibt es in Hessen mehr als ein Drittel Erstsemester als vor 10 Jahren. Die Zahl der erfolgreichen Studienabschlüsse ist in den letzten 5 Jahren um 50% gestiegen. Und es ist zu betonen, dass die Steigerung bedarfsgerecht vor allem den MINT-Fächern zugutekommt. Im Hochschulpakt 2016 bis 2020 haben Hochschulen und Land vereinbart, das Angebot dualer Studiengänge auszubauen und neue Studiengänge zu entwickeln. Diese Wege der Hochschulen und des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst werden fortgesetzt. Und es war auch im Sinne der Fachkräftesicherung damals eine kluge Entscheidung der Landesregierung, die frei gewordenen BAföG-Mittel den Hochschulen alleine zur Verfügung zu stellen. Dies zeigt Wirkung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, heute ergreifen wir Maßnahmen gegen sektoralen und regionalen Fachkräftemangel. 2030 werden durch den demografischen Wandel sehr viel mehr Berufe betroffen sein als heute. Der Fachkräftemangel wird eine generelle Herausforderung sein. Nach einer im Statusbericht Fachkräftesicherung Hessen 2015 zitierten Studie gehen Hessen 2030 30 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung durch Arbeitskräftemangel verloren. Dies hätte erheblichen Einfluss auf den privaten Wohlstand und die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand, auch im sozialen Bereich. Hessen hat das Problem sehr frühzeitig erkannt und Strategien entwickelt. 2003 Enquetekommission, demografischer Wandel. 2007 Abschlussbericht. Seit 2004 ist der Leiter der Staatskanzlei Demografiebeauftragter des Konzeptes Hessens Potenziale heben und nutzen. 2014 Errichtung der Stabsstelle Fachkräftesicherung in Hessen im Sozialministerium. Die Hebung des Fachkräftepotenzials durch einen flexibleren Übergang in den Ruhestand, die Förderung von Menschen mit Behinderung, die Qualifizierungsmaßnahmen sind in der Regierungserklärung erläutert worden. Sie sind zielführend und erfolgreich. Besonders möchte ich auf die Ausschöpfung des Potenzials durch die Förderung von Frauen und
Arbeitnehmern aus dem Ausland eingehen. Im Fachkräftesicherungsbericht wird festgestellt, zu Recht festgestellt, dass das quantitativ größte Potenzial zur Fachkräftesicherung in einer verbesserten Erwerbstätigkeit von Frauen besteht. Dies machen auch Zahlen aus meinen früheren beruflichen Tätigkeit sehr anschaulich und darf sie nennen. 60% der Assistenzärzte an den Krankenhäusern sind weiblich. Aber weniger als 20% der Oberarztstellen sind von Frauen besetzt. Bei den Chefärzten kann dieser Anteil gehalten werden, aber nicht verbessert werden. Die Handlungsfelder von Politik und Arbeitgebern leiten sich da ganz offensichtlich ab. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss durch das Angebot der Kinderbetreuung, das Angebot von Teilzeitstellen, die Möglichkeit des Homeoffice, Wiedereinstiegsmöglichkeiten und Qualifizierungsmaßnahmen nach Tätigkeitsunterbrechungen deutlich erweitert werden. Das Land hat seinen Beitrag durch die Investition von 460 Millionen € für die Kinderbetreuung vorbildlich geleistet. Diese hohe Zahl gewinnt auch an Bedeutung, wenn man einmal die Zahl nennt von vor 5-6 Jahren. Da waren es weniger als 100 Millionen €. Also sehr rechtzeitig wurde dies nicht nur erkannt, sondern auch umgesetzt. Der Fachkräftemangel kann ohne Anwerbung von Bewerbern aus dem Ausland schon heute nicht behoben werden. Daher ist die Einrichtung des beschriebenen Welcome Centers in Hessen zukunftsweisend. Der Handwerkskammer Rhein-Main, der Regionaldirektion Hessen und dem Ministerium für Soziales und Integration ist hier zu danken. Es wurden seit Bestehen jährlich mehr als 1.000 Interessenten beraten. Es besteht Einigkeit, diese Einrichtung vorerst bis 2019 fortzuführen. Nach Ende der Übergangsregelung für die neuen EU-Partner hinsichtlich der beruflichen Niederlassung ist der Arbeitsmarkt in der EU seit 2014 vollständig geöffnet. Die Regelung der Blue Card seit 2012 eröffnet weltweit Anwerbemöglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte mit Hochschulabschluss und einem Berufsschulabschluss. Die Gemeinschaft der Berufstätigen, meine Damen und Herren, wird in Hessen internationaler, weiblicher und in der Altersstruktur differenter. Dies wollen wir unterstützen und begleiten, um unseren Wohlstand und die Leistungen des Staates zu erhalten und zu mehren. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben die Herausforderung erkannt und umgesetzt. Wir unterstützen die in der Regierungserklärung aufgeführten Maßnahmen und sind sehr optimistisch, dass wir diese Herausforderung meistern können. Hessen ist gut aufgestellt. Vielen Dank. Danke schön, Herr Bartelt. Wir haben die Regierungserklärung betreffend Fachkräftegewinn, Arbeitsmarkt sichern entgegengenommen und besprochen.